Hallo meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Ich hoffe, ihr habt euch ein Essen und ein zuckerfreies Getränk fertig gemacht, denn wir regieren heute auf lecker Mädchen. Mad Maddis, Dankeschön für den Prime Sub. Wie Dagi B und Co. Kritiker mundtot machen möchte, wollen, wie sie mundtot machen. Ach, Digga, scheiß drauf, wir gucken einfach das Video. Wer berichten will, der muss auch leiden. Und sich vor allem auf Abmahnungen gefasst machen. Hi, ich bin Timon, auf YouTube heiße ich Klängern und ich habe ein Video über die Thematik zwischen Dagi B und dem Label und ihrem ehemaligen Künstler Art gemacht und habe dafür eine Abmahnung bekommen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem wunderschönen Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl Saska. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video, das Dagi B Drama. Dort ging es um Dagi B, ihre Firma, ihren Ehemann und Differenzen zwischen ihnen und einem Künstler. Diesem wurde angeblich Unrecht getan und das Ganze ging vor Gericht. Dankeschön, Anime-Keks. Heftiger Name. Wie könnte ich mich nennen? Anime-Keks 97. Ja, aber Mann, ich das bin ist es. Mittlerweile die Einzige, die das Video noch online hat. Denn alle anderen wurden abgemahnt, inklusive mir. Aber warum ist dann das Video überhaupt noch online? Ich war mir von vorne. Ja, also ich hatte das ja auch in den Cake News drin. Ich hatte das bei Klängern gesehen und dachte dann so, ja, safe, Digga, darüber muss ich berichten. Dann habe ich auch eine Abmahnung bekommen. Leo Hamburg, Dankeschön für den Prime Sub. Kann sogar gucken, vielleicht finden, also ich zeige die jetzt natürlich nicht, aber ich kann mal gucken, wann ich die geschickt bekommen habe. Ich glaube, das war irgendwann Februar oder so, ne? Das ist, glaube ich, schon länger her. Und da habe ich mir dann aber auch so gedacht, so ey, ganz ehrlich, also jetzt noch ein Gerichtsding zu haben, nachdem ich da schon so viel offen hatte zu der Zeit, das war echt unnötig. Da war gerade die Sache mit Müller-Römer und so, da wusste ich noch nicht, wie inkompetent er arbeitet und dass man da locker alles gewinnt. Ja, deswegen habe ich das einfach rausgeschnitten. Ich habe auch nichts unterschrieben oder so. Die haben sich dann auch nicht mehr gemeldet. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie sich damit zufrieden gegeben haben. Am 5.3. habe ich die Abmahnung bekommen. Abmahnung, KuchenTV, R2 irgendwas. Naja. Vornherein bewusst, dass diese Berichterstattung sehr wahrscheinlich nicht glücklich machen wird. Aber darf man eigentlich jeden abmahnen, nur weil man nicht zufrieden ist mit der Berichterstattung? Hab dafür eine Abmahnung bekommen. Ich wurde auch abgemahnt. Inklusive mir. Und wie kann es sein, dass Dagi B eigentlich ehrliche Kritik von ihrem Umfeld liebt? Ja, momentan geht YouTube hart. Ist einfach wirklich Kritik zu, also nicht ich liebe, aber ich mag es, Kritik zu bekommen, wo ich dran arbeiten kann, wo ich wirklich merke, oh, okay, war das vielleicht wirklich nicht ganz gut, auch so von meiner Familie irgendwie. Nur eben nicht von YouTubern. Wegen welchen Gründen wurde ich am Ende abgemahnt? Und die wichtigste Frage von allen, wer hat Angst vor Dagi B und Eugen? So. Das alles seht ihr heute live, an welchem Tag auch immer, mit eurem Girl Saschka. Aber fangen wir doch ganz von vorne an. Ich bin auf die Welt gekommen. Nee, alles gut. Die Geburt ist ja das Ding von den Jindawis. Das überlasse ich denen. Sehr schön. Weiter. Dagi B und Eugen haben ein gemeinsames Label. Das nennt sich 23 Hours. Unser Musiklabel 23 Hours. Öffentlich gemacht, released. Wir haben es auf jeden Fall öffentlich gemacht. Und dort sind viele verschiedene Künstler unter Vertrag. Dieser Typ, der dieses 2003-Lied gemacht hat. Die YouTuberin Kim Caramella. Und der Künstler Art, der war da auch unter Vertrag. Einige Dinge sollen da schief gelaufen sein. Angeblich wurden Songs ohne die Einverständniserklärung des Künstlers veröffentlicht. Angeblich wurden ihm Geschenke gemacht, die sich im Nachhinein gar nicht als Geschenke rausgestellt haben. Und es gab mutmaßlich unterschiedliche Auffassungen von Entlohnungen. Und das Ganze ging tatsächlich letztes Jahr vor Gericht, wo dem Künstler Art Recht gegeben wurde. Aktuell läuft die Berufung. Darauf habe ich auch schon im letzten Video hingewiesen. Das heißt, der Fall könnte natürlich nochmal kippen. Das vorläufige Urteil könnt ihr euch entweder hier durchlesen oder ihr könnt euch einfach gerne mein Video anschauen. Digga, denkt ihr, ich gucke hier die Videos, damit ich mir selber da was durchlesen muss oder was? Da fasse ich das alles nochmal kompakt zusammen. Boah, lesen wir das mit der Stellungnahme von Dagi B's und Eugens Anwalt. Die Entscheidung des Gerichts fiel im Dezember. Im Januar trat dann Dagi B als Geschäftsführerin des Labels zurück und es wurde von da an auch recht häufig betont, auch auf der Bühne der OMR, wo sie einen Talk hatte. Gesellschafterin, du bist in der Geschäftsführung zurückgetreten, du bist Gesellschafterin. Aber es wird halt überhaupt nicht dabei beachtet, dass ich überhaupt in diesem Prozess gar nichts damit zu tun habe, auch wenn ich in der Geschäftsführung war zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich halt überhaupt nicht um dieses Ganze im Hintergrund gekümmert. Nach wie vor ist sie aber Gesellschafterin der Firma. Und ich weiß nicht, also selbst wenn du halt mit den Sachen halt nichts zu tun hast, wenn du da halt drin bist als Person des öffentlichen Lebens, dann ist es klar, dass du irgendwo auch trotzdem mit deinem Namen halt dafür stehst, ne? Ob
du jetzt selber dann diese Entscheidungen getroffen hast oder an dem Beef da beteiligt warst, spielt halt im Endeffekt keine große Rolle, meiner Meinung nach. Andere Geschäftsführer ist auch immer noch ihr Ehemann. Und in meiner Auffassung ist das einfach alles ein bisschen fragwürdig. Aber zum Glück hat der Moderator richtig kritisch nachgehakt. Kriegen die Leute nicht die Trennung hin zwischen dir, Dagi, und einem Unternehmen? Der ganze Fall erzeugte viel Aufmerksamkeit. Klängern berichtete darüber, Just Nero und auch KuchenTV in seinem Newsformat. Die Abmahnung dazu... Aha, sie hat sich's angeguckt, vielleicht. ...folgte ebenfalls schnell, zumindest bei Klängern. Ich bin auf die Thematik irgendwie übers Internet aufmerksam geworden, hatte gesehen, es gab ein paar Artikel dazu und habe dann ein bisschen recherchiert und gedacht, okay, das ist ein gutes Thema fürs Video, habe das gemacht. Und hatte dann in meinem Update-Video auch erzählt, dass ich wenige Tage später eine Abmahnung im Postfach hatte. Und so nahm er das Video runter. Die Frist war sehr kurz. Wir haben das Video erstmal vorsichtshalber runtergenommen. Und KuchenTV. Ich wurde auch abgemahnt. Und Just Nero. Autsch. Ja, ich wurde nicht zu einem Interview eingeladen, aber musst du wissen, ey, ganz ehrlich. Dachte, wir sind Bros, aber naja. Und ich nicht. Ganz ehrlich, ich habe es ehrlich gesagt einfach nicht eingesehen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, die zu Wort kommen zu lassen. Ich habe denen einen dicken, fetten Fragenkatalog geschickt. Und ja, die Fragen waren kritisch, weil es genau eben diese Sache benötigt, dass man kritisch hinterfragt. Ich habe mich bemüht, sie anzuhören. Nachdem ich die Antworten von ihrem Anwalt erhalten habe, habe ich ihr nochmal persönlich geschrieben, willst du wirklich kein Statement dazu abgeben. Du oder dein Ehemann wollt dir nichts Persönliches dazu sagen. Und ich wurde dann darauf hingewiesen, dass sie ja eben in den Fall nicht verwickelt ist. Aber es wird halt überhaupt nicht dabei beachtet, dass ich überhaupt... Ja, also keine Ahnung. Das Ding ist, also für mich ist es halt so ein Ding, also das Video war mir jetzt persönlich halt auch einfach nicht wichtig. Ne? Das war ja einfach nur so ein Cake News, was ich halt hochgeladen habe. Ich habe Klängern tatsächlich geschrieben, nachdem ich die Abmahnung bekommen habe, und habe ihn auch gefragt, ob er eine bekommen hat. Und er hatte sein Video auch offline genommen. Und dann dachte ich so, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht hat er das geprüft oder so und hat gemerkt, okay, ein, zwei Sachen stimmt da halt tatsächlich nicht. Das Problem ist halt, dass die halt, also gefühlt jede einzelne Aussage abgemahnt haben und das alles war gar nicht so, wie es gemeint ist. Und bevor ich da jetzt irgendeinen langen Rechtsstreit packe, ich meine, meine Anwälte sind halt wirklich teuer, für so ein Cake-News-Video, was jetzt für mich keinen großen Wert hat, habe ich mir so gedacht, ey, ganz ehrlich, nee, Klängern hat mir nicht geantwortet, er hat's gelesen, aber er hat mich einfach ignoriert auf Ehre. Habe ich mir auch gedacht, ey, ganz ehrlich, dann schneide ich das einfach draus, scheiß drauf. Bevor ich da jetzt nochmal fünfstellig für zahle, ne, im März hatte ich auch noch andere Sachen offen, also Steuern und so weiter. Und da habe ich gedacht, ey, die jetzt noch mehr Kopfschmerzen damit zu machen, habe ich auch keinen Bock drauf. Das heißt, gar nichts damit zu tun habe, auch wenn ich in der Geschäftsführung war zu dem Zeitpunkt. Und auf die Nachfrage hin, ob ihr Ehemann wirklich nichts dazu sagen möchte, hat sie gar nicht erst reagiert. Wir hatten also einen offenen Chat. Und trotzdem, nicht mal 48 Stunden später nach meiner Veröffentlichung, habe ich dann die Abmahnung kassiert. Und ich sollte die angekreideten Passagen, mit denen sie nicht zufrieden waren, runternehmen. Und auch Klängern hat das Ganze so erlebt. Also ich habe mir ja nie Sachen ausgedacht, sondern aus diesem öffentlich einsehbaren Urteil zitiert. Und sie haben aber gesagt, das stimmt aber nicht. Wenn das da steht, kann ich das ja nur so wiedergeben. Rex-User hat mit Mafia für Mafia geliefert, mit 15 Jahren habe ich auch gelesen, Digga. Sie haben aber bei jeder einzelnen Aussage gesagt, nee, das stimmt alles nicht, das stimmt alles nicht, das sind alles Falschbehauptungen und so. Das ist aber okay, darüber zu reden, wenn man nur das zitiert und nicht einfach selber behauptet. Aber man kann es natürlich am Anfang direkt erstmal probieren, weil so eine Abmahnung natürlich erstmal einschüchtert. Und ich glaube, das war vor allen Dingen auch das Ziel. Das Gefühl hatte ich übrigens auch, denn wie bereits erwähnt, habe ich ihn ja wirklich eine faire Chance gegeben, sich dazu zu äußern. Ja, also ich glaube, wenn ich Saschka gewesen wäre, glaube ich, hätte ich das auch nicht offline genommen. Weil ich glaube, da hätte ich mir auch so gedacht, so ey, ich hab die angeschrieben mehrmals, ich habe die mit Fragen zu Wort kommen lassen, ich habe die Fragen eingeblendet, ich habe aus dem öffentlichen Ding zitiert. Ich habe mir halt so gedacht, ja, Digga, wenn jetzt irgendeine Aussage falsch ist, also ich habe die meisten Aussagen aus Klängerns Video einfach genommen und dann ist das Video offline, da dachte ich mir auch so, ja, wenn jetzt irgendwas falsch ist oder so und am Ende hat man dann da fünfstellige Kosten, verliert vor Gericht wegen ein, zwei Sachen und muss es trotzdem offline nehmen. Ich habe das Geld ja eh verdient für die ersten, für die Hauptklicks, so von daher habe ich dann gedacht, so, ah, komm, scheiß drauf, schneid es da einfach raus. Detailliert nachgefragt, ob die Dinge so abgelaufen sind. Und wenn sie nicht so abgelaufen sind, wie es denn war. Und daraufhin habe ich natürlich auch Erklärungen bekommen. Die Sachen habe ich vorgelesen und sie öffentlich auch gezeigt. Und meine Meinung nach diesen ganzen Rechtfertigungen und Darstellungen von anderen Situationen war,
dass das für mich einfach schwachsinnig klang. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht genauso aktiv auf mich zugeht, wie ich auf sie zugegangen bin. Aber das kam nicht dazu. Bei Klängern sah das Ganze... Ja, Dagi B ist schon immer so. Wisst ihr noch, als ich damals... Ich habe mal ganz früh habe ich ein Video über Dagi B hochgeladen. Und da hat die mir auch eine Abmahnung geschickt tatsächlich. Dagi B's lächerliche Abmahnung ist auch immer noch online, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Ich glaube, da habe ich meinen Anwalt, habe ich dem überhaupt Bescheid gesagt? Ich weiß es gar nicht. Da hat die mich auch für einzelne Aussagen irgendwie, wollte die mich abmahnen, was zeigen würde, was für ein hinterlistiges Biest sie eigentlich ist. Geil, Alter. Verarscht durchgehend ihre Fans in allen möglichen Bereichen. Ach ja, Digga. Ja, das ging, also das, ich glaube, die ist da auch nie gegen vorgegangen. Die ist bis heute halt so, ne? Das sind halt Leute, die, meiner Meinung nach, sind das Leute, die Geld haben und die halt genau wissen, wir können es uns halt leisten, die Abmahnungen halt rauszuschicken, und die haben halt die Hoffnung, dass diese Person, denen du die Abmahnung schickst, die sich auch einfach den Stress nicht machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich und Eugen, dass ich und Klängern in den wahrscheinlich sogar gewonnen hätten, ja. Mindestens in schnell doch meiner Meinung nach, ja, Mann. So, wir hätten bestimmt 90-95% der Punkte safe gewonnen, aber so. Warum soll ich halt meinen, also ich meine, das sind halt Millionäre, so, selbst wenn die 50.000 Euro für den Gerichtsprozess raushauen müssen, wäre denen da scheißegal. So, für mich hat das Geld halt schon noch einen viel höheren Wert und ich habe auch keine Lust dann da diese Kosten zu haben. Und ich glaube, darauf spekuliert man einfach, dass die Gegenseite gar nicht gewillt ist, sich diesen ganzen Stress und so weiter für so ein random Video zu machen. Ne? Und dann sind es halt 5 Leute und wenn 4 davon das Video offline nehmen, dann ist es halt super. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, meine Reaction zu Saschka habe ich ja auch hochgeladen, da ist halt nichts gekommen. Also das ist immer noch ganz normal einsehbar. Wiederum anders aus. Da habe ich auch keine Abmahnung gekriegt. Tatsächlich persönlich geschrieben und wollte das Ganze klären. Eugen mir vorher noch geschrieben hatte, er würde gerne mit mir reden, nur telefonisch, schriftlich klären die Anwälte. Und eigentlich wollte ich mit ihm in Kontakt treten, aber er, wie gesagt, wollte nur persönlich telefonisch mit mir reden, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil da kann jeder alles behaupten und man kann Telefongespräche auch nicht ohne Einverständnis aufzeichnen. Und genau das ist das Problem. Wir haben einen offenen Chat. Wir haben E-Mail-Kontakt. Wie bereits erwähnt, habe ich sie extra darauf hingewiesen, ob sie wirklich nichts Persönliches dazu sagen möchte. Aber sie beharrte darauf, dass sie nicht in den Prozess verwickelt war. Ich habe mich halt überhaupt nicht um dieses Ganze im Hintergrund gekümmert. Ich habe mich um Marketing gekümmert, ich habe mich ums Kreative gekümmert, ich habe mich um Künstleraufbau gekümmert. Und weder. Ja, klar, telefonisch ist halt dumm. Und da weißt du halt schon, wenn so Leute mit dir das Ganze am Telefon klären wollen und nicht irgendwie schriftlich, dann kannst du dir halt sehr, sehr sicher sein, dass es nicht darum geht, das Ganze vernünftig zu klären in den meisten Fällen, sondern es wahrscheinlich eher darum geht, zu sagen, jo, du kannst es halt löschen oder wir zeigen dich halt an und gehen dann halt vor Gericht. Und man kann auch nicht beweisen, was in diesem Gespräch dann gesagt worden ist am Ende, ne? Rudi, dankeschön für den Prime-Sort. Das heißt, selbst wenn man da irgendeine Absprache macht, wenn sich die Gegenseite nicht dran hält, ja, es halt, kannst du halt nicht beweisen. Irgendwelche Sachen, die da irgendwie vorgefallen sein sollten, noch sonst was. Wie gesagt, also mein Name, Dagi B, ist halt jetzt nicht klein. Und natürlich klickt sich's besser, wenn dann irgendwie mein Name im Titel steht und gerade wenn es negativ ist und ja. Mich dann Wohlwahr, im Nachhinein 0, nichts abzumahnen, obwohl ich mich wirklich bemüht habe, sie persönlich zu sprechen und all ihre Antworten einfließen zu lassen, ist richtig unnötig. Und trotzdem sitzt Dagi B auf der Bühne und sagt, auch so von meiner Familie irgendwie, ich habe ein sehr, sehr gutes Environment, die halt einfach ehrlich mit mir sind. Und wenn die sagen, hey, okay, vielleicht war das nicht so cool, dass sie es mir auch ins Gesicht sagen und ich dann irgendwie... keine Ahnung, über Ecken dann irgendwie dann selber dann erfahre. Sie sagt auch, dass sie sich nicht zu einem laufenden Prozess äußern kann. Im Großen und Ganzen ist das Thema noch vor Gericht. Ich kann mich dazu überhaupt gar nicht äußern. Und wenn ich mich äußern würde, würde ich eh wieder irgendwelchen Leuten auf den Schlips treten und die würden wieder Gründe finden, warum das so und so und so ist. Deshalb, ich sage immer so gerne abwarten und Tee trinken. Und ist aber eigentlich auch gar nicht involviert. Dass ich überhaupt in diesem Prozess gar nichts damit zu tun habe. Also was jetzt? Kannst du dich nicht dazu äußern oder bist du nicht involviert? Ja, vor allem, wie gesagt, es ist trotzdem immer noch ihre Firma. Oder ja, wenn sie da Gesellschafterin ist und so, dann hängt sie da genauso mit drin. Also wenn ich jetzt eine Firma habe und, keine Ahnung, meine Mitarbeiter machen Scheiße, ja klar bin ich da nicht dafür verantwortlich, dass das passiert ist. Aber trotzdem stehe ich ja dann als Chef von diesen Personen oder als Inhaber dieses Unternehmens auch für das Handeln des Unternehmens und muss dann halt
auch dann halt Schritte einleiten. Ne? Wobei da gab es ja mindestens mal Beef mit Eugen, einem anderen Gesellschafter, das darf man auch nicht vergessen. Also waren jetzt ja nicht irgendwelche random Mitarbeiter. Man noch nichts zu der ganzen Sache sagen kann. Warum treibt man sich dann so gerne in Kommentaren rum und sagt dann in den Kommentaren was dazu? Ihren Ehemann Eugen habe ich auch schon das eine oder andere Mal in den Kommentaren gesehen. Bombastic Side-Eye. Wie er sagt, dass er bald was dazu sagen wird. Dass er bald einiges droppen würde. Criminal Offensive Side-Eye. Und stell euch mal vor, euer Chef wäre so, dass der über Wochen einfach irgendwo kommentiert und sagt, Leute, wartet ab, bald lasse ich die Bombe platzen. Digga, geh arbeiten. Guck mal, ich verfolge den extra dafür auf Instagram. Alles, was ich sehe, ist, dass Eugen jetzt eine Sport-Challenge durchzieht. Dann sehe ich, dass er inspirierende Werbung für Alkohol macht. Hart, du siehst hart. Darum ist das mein Anstoß. Und dann sehe ich irgendwelche Wortwitze mit Dagi B in Bezug auf Künstler abzocken. Dagi Deep, naja. Also darüber kann man lachen, aber wenn so welche Videos online kommen, dann schickt man Eugen natürlich eine Abmahnung raus. Deep. Dann ist das natürlich gar nicht mehr lustig. Nachdem Klängern aber dieses Video veröffentlicht hat und erzählt hat, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, habe ich mich gefragt, ob denn danach noch was kam. Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, ich hatte Eugen auch noch einmal geschrieben in den DMs, ich bin mir nicht mehr sicher. Da kam auch nichts mehr. Nach meinem Infovideo, also das zweite Video zu dem Thema, kam auch nichts mehr. Wir haben dann nur hinter den Kulissen nach dem ersten Video so ein bisschen versucht, ins Gespräch zu kommen oder Lösungen zu finden oder so. Da wurde aber eigentlich auch alles abgeblockt. Also das war alles. Ich stream nicht mehr so lange heute, ich muss noch mein Video machen. Würdest du das dann auch nochmal so machen, dass du sagst, okay, ich nehme es direkt runter, oder würdest du sagen, okay, warten wir erstmal ab und gucken? Also es kommt natürlich immer drauf an. In dem Fall war halt erstmal sehr wenig Frist, weil da ein Wochenende zwischen lag. Irgendwie, ich glaube, wir hatten 3-4 Tage Zeit und musste erstmal einen Anwalt finden, das Ganze prüfen und so. Und das Problem ist, dass es ja so viele kleinteilige Punkte geben könnte, die irgendwie anfechtbar wären, dass man sich da nicht unbedingt einem Risiko ausgeben möchte. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen das erstmal vorsichtshalber runter, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, und vielleicht klärt sich das dann auch, weil man ja eigentlich auch keinen Bock auf Stress hat. Im Nachhinein. Ja, also ich dachte mir, das ist genau das Gleiche wie bei Klängern war bei mir auch. Die haben sich auch nicht mehr gemeldet. Ich denke auch ja, dass es halt Einschüchterung war. Ich glaube jetzt nicht, dass es denen darum ging, das jetzt wirklich vor Gericht zu treiben und dagegen vorzugehen, sondern die wollten wahrscheinlich einfach, also hatten wahrscheinlich Hoffnung, dass man keinen Bock auf die Kopfschmerzen dafür hat. Das Video hat ja jetzt auch nicht so extrem abgegangen. Und ja, wie er schon sagt, ne, es waren ja viele kleine Punkte, die man genannt hat, und es reicht ja schon, wenn du 1-2 Sachen irgendwie falsch zitiert hast oder falsch wiedergegeben hast, vielleicht auch aus Versehen, weil den Cake News schreibe ich mir kein Skript, ich mache mir halt nur Stichpunkte. Das heißt, kann sein, dass ich bei irgendeinem Punkt irgendwie da mal was Falsches gedroppt habe aus Versehen, dann können die das angreifen und kommen dann halt am Ende damit durch. Ja, wozu soll ich mir halt den Stress machen, ne? Gottvater, dankeschön für den Prankster. Wenn ich es nochmal machen könnte, hätte ich es online gelassen, weil wir das dann alles hätten vernünftig prüfen können und so, und weil ja auch nichts weiter passiert ist. Das Problem ist, weil wir es offline gesetzt haben, ist es jetzt nicht unbedingt ratsam, es nochmal online zu stellen, weil das möglicherweise juristisch eine Neuveröffentlichung wäre. Und da gibt es ja gewisse Fristen und so, und dann hätten sie einfach gegen die Neuveröffentlichung vorgehen können, nochmal einfach, um einem auf den Sack zu gehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir belassen es einfach dabei, haken wir jetzt einfach ab, haben keinen weiteren Stress, und dann hat sich die Sache. Doch wie war es bei mir? Was waren denn die Angriffspunkte, weswegen ich dann abgemahnt wurde? Eine meiner Fragen beantwortete der Anwalt damals, dass der Künstler Art lediglich Aufmerksamkeit suchen würde. Und damit würde ich suggerieren, dass er sich nicht, wie von dem Anwalt von Dagi B und Eugen behauptet, als Opfer inszenieren würde. Ich entgegnete in meinem Video damit, dass Art sich ja eigentlich nur einmal dazu geäußert hat, und das in einem Instagram-Post. Und ich habe dann eine Frage gestellt, inwiefern er denn wirklich damit Aufmerksamkeit suchen würde, wenn ja eigentlich eher die andere Partei öfter was dazu sagt im Vergleich zu Art. Und das ist der Tenor der E-Mail. Das ist das, was ich mitbekomme. Art möchte sich als Opfer darstellen, er möchte Aufmerksamkeit. Der Künstler Art hat einen Post dazu gemacht. Ohne irgendwas anderes. Das war schon hart. Ein ganzer Post, Alter. Interviewanfragen lehnt er ab. Ob von mir, ob von anderen, ob von der Bild. Dagi B hingegen regt sich in irgendwelchen Kommentarspalten bei der OMR über einen Ja, Dagi war halt schon immer so ein bisschen doppelmoralisch unterwegs. Ich glaube, das kennen wir. Seid ihr eigentlich noch da? Der Chat ist irgendwie so ruhig jetzt, obwohl ich voll viele Zuschauer habe. Oder werde ich gebottet? Direkt zu kontern. Worum geht es hier eigentlich? Und einer der Punkte in der Abmahnung war, dass er sich ja gar nicht nur einmal dazu geäußert hat. Der hat ja
damals, das muss ich jetzt mal rekonstruieren. Der hat ja damals per Pressemitteilung seines Anwalts. Gut, oder sind auf jeden Fall welche der da. Kanzlei seines Anwalts. Ja, also ich finde, Dagi B war halt schon immer so, ne? Die wirft halt immer irgendwie, ich habe das Gefühl, die wirft dem anderen vor, dass sie da irgendwie Reichweite oder sowas rausziehen wollen. Also Reichweite will sie jetzt wahrscheinlich nicht rausziehen, aber ich meine, sie ist diejenige, die sich deutlich häufiger geäußert hat als Art zu dieser Sache. Der ja, wie gesagt, der hätte ja voll die Promotour damit fahren können und es wäre auch meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt gewesen, wenn man, sollten die Vorwürfe stimmen, ja, ich muss ja aufpassen, was ich sage, sollten die Vorwürfe stimmen, dann hätte ich das auch verstanden, dass er da Promo draus macht, weil vom Label dann ja so reingelegt zu werden, ist logischerweise nicht korrekt und dann wäre das für mich jetzt auch kein Problem gewesen, wenn man daraus Reichweite ziehen möchte. Aber dass Dagi sich dann die ganze Zeit dazu äußert in irgendwelchen Kommentaren und Eugen auch, ja, ist halt irgendwie schon weird, mal rausgeben, ne? Lassen, dass da was im Busch ist, das hat dann das ganze Medienspektakel ausgelöst. Ja, und jetzt? Also er hat sich nicht nur einmal geäußert, sondern zweimal. Da müssen wir wohl irgendwann mal wieder Prank Bros gucken, wa? Die Pressemitteilung habe ich bis zum Video nicht gefunden, nach der Abmahnung nicht gefunden. Und jetzt? Jetzt habe ich sie auch nicht gefunden. Und an einem anderen Punkt hätte ich eine Sache korrigieren müssen. Die hätte aber die angeblichen Taten von Eugen noch schlechter dastehen lassen, als sie sowieso schon wiedergegeben wurden. Wo ich mir dachte... Gibt's Fatih-Brate noch? Also jetzt mal ehrlich, logisch, ganz logisch gesehen, ne? Ohne Judge, also ich kann es gerne machen, ist ja kein Problem für mich. Aber so ganz logisch gesehen... Oh Mann, Digga, das tut mir ja so weh. Fatih Brate heißt jetzt anscheinend Fatihs Welt, falls du den meinst. Und sein neuestes Video hat einfach 13.000 Aufrufe, obwohl er 1 Million Abonnenten hat. Er ist aber voll gut gemacht sogar. Ja, ist ja dieser typische Kinder-Content, ne? Junge, imagine, da gibst dir so eine Mühe mit Animation in dem Video und so weiter. Das ist sogar voll gut. Ja, es ist echt voll gut, jetzt mal Real Talk, das ist echt voll gut eigentlich. Ja, ist halt Kinder-Content, ne? Ich würde es mir jetzt nicht angucken, aber per se halt geil gemacht. Ja, und dann 13.000 Aufrufe auf einen Millionen-Kanal. Tut weh. Junge, der hat ja qualitativ, hat der voll draufgelegt, Alter, muss man sogar sagen. Hier vor einem Jahr sogar. Ah, okay, der war auch weg, der hat jetzt erst wieder angefangen. Davor lief nämlich gar nicht so verkehrt. Junge, was ist denn da los, Alter? Er war kurz weg, Junge, und hat einfach alle seine Klicks verloren. Holy. Wäre ich eigentlich froh, wenn das harmloser dargestellt wurde, als es in Wirklichkeit gewesen sein soll. Am Ende habe ich tatsächlich eine Passage von einigen Sekunden entfernt, die ich tatsächlich nicht beweisen konnte. Und das war dann auch fein für mich. Danach kam nichts mehr. Nicht vom Anwalt, nicht von Dagi B, nicht von Eugen. Nichts Persönliches. Und das hätte ich mir dann doch am Ende irgendwie gewünscht, dass, weil man ja so ein großes Problem damit hat, dass man nicht mal 48 Stunden braucht, um ein mehrseitiges, über 10-seitiges Dokument, glaube ich, waren das, Junge, zu erstellen und mich in so vielen Dingen abzumahnen, dass man da nicht irgendwie doch das Gespräch sucht, obwohl wir das ja über mehrere Wochen versucht haben oder ich versucht habe. Also klar gibt es Leute, die sowas komplett ausschlachten und dann 30 Videos dazu machen, aber prinzipiell habe ich das Gefühl, dass wir beide jetzt Leute sind, mit denen man ja auch reden kann. Aber was ist die Konsequenz daraus? Am besten Klappe halten, nicht kritisch berichten und so riskiert man dann auch nicht, abgemahnt zu werden. Also vielleicht. Und wenn doch, dann schickt man einfach gegen jeden und alles eine Abmahnung raus. Zumindest erleben das einige andere auch. Beispielsweise auf TikTok. Ich habe gerade eine Abmahnung bekommen. Abmahnung ist wegen der ganzen iGenius-Sache, also die Firma mit den Schneeballsystemen, und heilige Scheiße wollen die viel Geld von mir. Bin gerade irgendwie extrem überfordert, weil ich keinen Anwalt habe, keine Rechtsschutzversicherung, kein irgendwas. Oder wie vielleicht... Safe, den kenne ich auch. Der ist sogar sehr, sehr cool. Hat mir meine Freundin gezeigt. Der ist so... Ja, der debunkt halt so Schneeballsysteme. Ne, das also macht er tatsächlich sehr cool, sehr humorvoll auch, ne? Auch auf YouTube. Am 15. Dezember, einem Freitagabend, eine Woche vor Weihnachten, hat uns eine Mail erreicht. Eine Abmahnung. Der Absender, eine internationale Großkanzlei. Der Vorwurf? Unsere Videos würden zahlreiche Falschbehauptungen enthalten. Wir sollen beide Videos umgehend löschen und insgesamt fast 2.300 Euro zahlen. Ha.
Könnte das eine bewusste Taktik sein, um unsere Berichterstattung einzuschränken? Und auch bei mir ist es ja nicht das erste Mal. Ende letzten Jahres habe ich euch ja von einem Fall berichtet, wo ich mich mit einem Geschäftsmann beefe. Ich habe ja damals ein Video über Julienko und einem Typen hochgeladen, für den er Werbung gemacht hat in Form von Gewinnspielen oder auch direkte Werbung für sein Programm. Ja, das hat dem Typen überhaupt nicht gefallen. Es ist erschreckend, aber es läuft immer noch. Ich habe sogar für dieses Video eine Abmahnung bekommen. Ich war auch schon vor Gericht. Ich hatte Anwesenheitspflicht. Wer Demi, danke für den Thema. Während er Frankfurt keine Anwesenheitspflicht hatte, sondern der war einfach auf der Babyparty von den Harrisons. Junge. Bei Dubai! Und es ist ziemlich nervenzerrend, weil von der Gegenseite... Ja, wie gesagt, das ist leider das Problem. Ne? Es gibt viele Leute, die immer versuchen, einen abzumahnen, einfach nur in der Hoffnung, dass man dann halt nicht weiter drauf eingeht. Ne? Das wird bei diesem Levi so sein. Ne? Du hast dann halt irgendwelche Creator, die halt Kritik posten. So, und du versuchst die einfach mundtot zu machen mit einer übertriebenen Abmahnung, wo du versuchst dann, dass die ihren Content löschen, und dann werden die da auch nicht gegen vorgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld die fordern, aber sagen wir mal, die sagen, ja, gib uns 200.000 oder so. Kommt nie im Leben durch, auch 10.000 wird nie im Leben durchkommen, kann ich mir vorstellen. So, aber so bei den Videos, die ich gesehen habe, stimmt es, was er sagt. Ne? Die hoffen einfach auf diesen Einschüchterungseffekt, dass man sich so denkt, ey, bevor ich das jetzt zahlen muss oder ich einen Gerichtsprozess starte, wo ich dann vielleicht verliere, nehme ich die Sachen halt lieber offline und höre halt auf, Videos dazu zu machen. Ne? Und ja, das bei Simplicissimus zu versuchen, ist halt irgendwie dämlich, weil, also die haben ja ein großes Team, die werden da keinen Müll hochladen. Ne? Bei einigen YouTubern klappt es halt immer mal wieder, weil Gerichtsprozesse sind teuer und meistens lohnt sich der Streit auch einfach nicht. Also bei mir ist es an sich auch egal, zum Beispiel, ob ich jetzt ein Video mal offline nehmen muss oder nicht, ja, mit dem ich dann ja trotzdem Geld verdient habe, oder ich investiere halt das Sechsfache von dem, was ich mit dem Video gemacht habe, um es dann rechtlich zu schützen. Man muss natürlich trotzdem irgendwo mal gegen vorgehen, weil du kannst ja auch nicht alles gefallen lassen, logischerweise, ne, aber viele Sachen lohnen sich da nicht wirklich dagegen vorzugehen. Ich werde einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich werde einfach wirklich nicht in Ruhe gelassen. Ich glaube, im Januar habe ich jetzt von mir gefühlt durchgehend was bekommen, wo ich mir dachte, worum geht es hier eigentlich? Das ist doch nicht... Hä, kann sie nicht lesen? Steht doch immer drin. Ernst gemeint. Und das Problem ist, dass diese Menschen eben auch sehr, sehr viele Ressourcen haben. Das heißt, die Frage von Recht und Unrecht hängt manchmal nicht wirklich von der Wahrheit ab, sondern davon ab, wie viel Budget du hast. Davon, wie motiviert du bist, es wirklich voranzutreiben. Wenn man Geld und Ressourcen hat, ist das ein Weg, um Leuten richtig gut auf den Sack zu gehen, wenn man das möchte. Also wenn man sich das leisten kann, kann man eine Abmahnung nach der anderen schicken, kann man einen Anwalt nach dem anderen schicken. Und meistens sind solche Creator ja auch relativ alleine oder jetzt auch nicht besonders mega vermögend und können sich dahingehend auch schwieriger verteidigen. Also wenn man das möchte, wenn man möglichst viel Ärger machen möchte, klappt das so sehr gut, würde ich sagen. In diesem Fall habe ich wirklich beiden Parteien die Chance gegeben, sich zu äußern. Art wollte es nicht. Dagi B hat mich auf ihren Anwalt verwiesen. Die Fragen waren kritisch, denn ich wollte wirklich dem Ganzen auf den Grund gehen. Ich habe die Antworten des Anwalts eingeblendet. Ich hätte mich auch sehr, sehr darüber gefreut, ein persönliches Gespräch zu führen. Ein persönliches Interview, was ich hätte einblenden können. Aber vielleicht hätte ich dafür genauso kritisch sein müssen wie dieser Moderator. Kriegen die Leute nicht die Trennung hin zwischen dir, Dagi, und einem Unternehmen? Aber kann das die Lösung sein? Einfach jeden abmahnen, wie es einem passt. Ich versuche wirklich beide Seiten zu verstehen. Ja, also ich finde es auch lächerlich. Also es kommt natürlich drauf an. Das Problem ist, also ich zum Beispiel... Also keiner von uns ist halt jetzt wirklich rechtlich dagegen vorgegangen. Ne? Ich denke, mit den meisten Sachen werden die wahrscheinlich auch eher nicht durchkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, es reichen schon ein, zwei Punkte, die du dann entweder rausschneiden musst oder du musst trotzdem das Video offline nehmen. Und es ist halt so, wie Klängern sagt, ne? Das sind halt irgendwelche Multimillionäre, so, die dir da eine Abmahnung nach der anderen schicken, die dir dann irgendwie 240 Seiten Schriftverkehr schicken, um irgendwie künstlich die Gerichtskosten irgendwie in die Höhe zu treiben. Und ja, da ist halt, wie Klängern ja auch gesagt hat, ne? Oder
Sascha, glaube ich, war das. Ne? Ist halt die Frage, willst du dir diesen Stress halt wirklich machen? Hast du Bock darauf, dann wirklich einen monatelang Rechtsstreit zu haben, die ganze Zeit Schriftverkehr hin und her? Das sind halt in den meisten Fällen Kopfschmerzen. Ne? Und ich glaube, viele haben auch einfach keinen Bock da drauf. Also dann, ja, dann nehme ich es halt offline so und mache mein Ding einfach weiter und gut ist. Ich bin der Auffassung, dass wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder sich auch ungerecht dargestellt fühlt, dann hat man sehr wohl das Recht darauf, sich zu verteidigen. Genauso kann man aber auch das direkte Gespräch suchen. Und wenn man lieber in irgendwelchen Kommentaren wütet, sagt man, würde sich bald äußern. Was man offiziellen Anfragen gegenüber nicht macht, das in Kommentaren scheinbar ganz lustig findet und lieber seinen Anwalt mit einer Abmahnung vorschenkt, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ich glaube nicht, dass es am Ende die Lösung ist, einfach jeden abzumahnen, weil es am Ende viel, viel, viel mehr Publicity erzeugt als der Fall an sich. Also man hätte sich ja auch einfach hinsetzen können und die Sachen erklären können und so. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man das so macht, weil man nach meiner Meinung so mehr Schaden anrichtet, als man davon Nutzen hat, weil ja, das ja dann auch nicht funktioniert und dann natürlich darüber berichtet wird und dann bist du vielleicht nicht die Person, die diese Anschuldigung hat, sondern du bist die Person, die diese Anschuldigung hat und auch noch anwaltlich gegen Veröffentlichungen vorgeht. Ja, das Ding ist halt so bei uns in der Bubble, vielleicht auf YouTube und so, wenn man die Videos guckt, denkt man sich jetzt vielleicht so, ja, okay, da gebe ich Eugen unsympathisch, dass sie das machen. Ich glaube aber nach der Außenwirkung hinkriegen das tatsächlich halt wenig Leute mit so, ne? Und ich glaube so, das Klientel, was die erreichen, Klientel klingt irgendwie immer so negativ, ne? Aber ich meine das so ganz neutral, halt deren Zuschauer, so, die juckt es halt nicht, ne? Und die kriegen das halt nicht mit, ne? Jetzt gibt's halt so ein Video, das hat eine ganz gute Reichweite, aber ob die jetzt, also die werden halt keinen Schaden davon nehmen. Wobei die wahrscheinlich auch keinen Schaden davon genommen hätten, wenn jetzt diese 2-3 Videos da weiter online gewesen wären. Also ich glaube, mein Video hätte vielleicht so 200.000 gehabt, das Klängern-Video hatte vielleicht 100.000 oder so. Ja, wen juckt's halt, ne? Stattdessen, ja, muss man schon sagen, ist natürlich jetzt eine größere Reichweite alleine auf dem Video alleine, ne? Und andere berichten natürlich auch wieder drüber. Ich sag mal, ich glaube so in der normalen, also so in der YouTube-Szene, was nicht in deren Bubble ist, glaube ich, ist Dagi oder sind Dagi und Eugen aber auch generell jetzt keine wirklich beliebten Leute. Ja, das heißt, selbst wenn die sich da weiter unsympathisch machen, ja, also juckt die halt nicht, weil das sowieso, also keiner von euch wird jetzt wahrscheinlich sagen, boah, ich fand die vorher aber super korrekt, ich habe die seit Jahren gefeiert. Das ist ja eigentlich noch mehr Schaden. Nee, Dagi macht, glaube ich, keine Videos mehr. Und verbrannte Erde so bei deinem Image. Also man hätte sich auch ganz einfach austauschen können und sowas differenziert regeln können. Und in meinen Augen ist das auch keine Verteidigungsstrategie mehr, sondern für mich ist das einfach nur richtig dämlich und auch sehr aggressiv. Klängern hat dazu übrigens auch ein eigenes Video gemacht, was ihr euch voll und ganz ohne meine Kommentare angucken könnt. Das ist verlinkt, also schaut es euch gerne an. Und eigentlich gibt es noch einen Punkt, der mich extrem gestört hat, aber das erzählt euch vielleicht mal Just Nero in seinem Video. Am Ende des Tages ist es nervig. Es ist nervig, die Anwaltskosten tragen zu müssen, sich darum Gedanken machen zu müssen, wie es weitergeht. Und das, obwohl es vielleicht andere Lösungen gegeben hätte. Und wenn das Ganze ein Versuch war. Na gut, gerade für so Leute wie Sascha ist das halt super nervig, ne? Die ist zwar echt, also mich würde echt super interessieren, wie viel Geld die mit YouTube so macht, weil die lädt ja nur ein Video im Monat hoch, was zwar immer extrem abgeht von der Reichweite her, aber halt nur ein Video pro Woche, ne? So, wenn du mal so überlegst, die macht halt damit 400.000. Ich mache halt mit einem Video 200.000 bis 300.000 gerade. Eins pro Woche, also 4 im Monat, genau. Die macht halt ein Video pro Woche, das hat 400.000, aber ich mache halt 4 die Woche, die jeweils 300.000 haben. 2 bis 300.000, je nachdem. Gucken, die macht im Monat. Kann ich das bei Nindo gar nicht sehen? Ich sehe es hier. Oder Views, ist das jetzt hier die aktuelle Performance? 4,6 Millionen? Bin da nicht angemeldet. Und die halt keine Placements, ne? Und dann ist natürlich das Ding, wenn du dann halt 2 Millionen hat die jetzt in den letzten 30 Tagen gehabt. Ja, vielleicht so 10.000, vielleicht ein bisschen mehr wahrscheinlich. So 15.000 bis 20.000 kann ich mir schon vorstellen. Schon krass eigentlich, ne? Ah, die hat einmal auch gelöscht, also so knapp 3 Millionen hat die, 2,5 Millionen dann. Boah. War mit ein paar Abmahnungen unter den Teppich zu kehren. Dann kannst du sie nicht einfach fragen, ey Sascha, wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Kannst du mir mal sagen, wie viel du verdienst? Würde mich echt interessieren. Bro, ich will nicht diesen Ascon machen. Dass es in meinen Augen keine gute Strategie ist. Aber ist ja auch nur meine Meinung. Viel wichtiger ist eure Meinung. Ja, die macht sicher schon gut Cash, aber wenn man sich überlegt, wenn die noch Placements machen würde oder mehr Videos oder einen Reaction-Kanal, das wäre schon krass.
Also schreibt sie mir gerne mal. Ja, ich fand das Video auf jeden Fall trotzdem cool. Ja, schön nochmal darüber zu reden auf jeden Fall. Die hatte in dem letzten Video Placements. Okay, warte, das gucken wir jetzt aber hier nochmal nach. Das wollte ich mir angucken. Das haben wir irgendwie nicht gemacht, aber nee, hier ist auch kein Placement drin. Ach, Dan Schneider. Ist ja Da haben wir auch nicht drauf. Da haben wir auch drauf reagiert. Ist doch gar nicht. Naja, ist auch egal. Wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Okay, thanks, bye.